Herzlich willkommen bei Lizard Smoke. Moin Moin. Genna und ich präsentieren euch heute die marokkanische Minze von Fuck Your Life. Nicht wundern, wir haben ein bisschen Probleme mit dem Mikrofon. Dabei handelt es sich um die Molasse, die man halt zu einem Base-Tabak hinzufügt. Beides ist von Hookgain. Lässt sich einfach anmischen und kann man nach 5 Minuten schon rauchen. Wir gehen direkt auf den Geruch ein. Geruchlich kann man dazu sagen, wenn man die Dose aufmacht und erstmal dran schnuppert, kommt einem sofort so eine süßliche, riechende Minze entgegen. Ist wahrscheinlich diese marokkanische Minze. Wenn man aber etwas tiefer einatmet, kriegt man sofort so eine pfefferminzartige Note in die Nase. Man muss sagen, diese Kombo aus süß und etwas schärferer Minze hat mich sofort angesprochen oder uns beide generell. Und geruchlich sehr, sehr gut. Also die Süße und das etwas Schärfere der Pfefferminze passt sich sehr gut zusammen und verspricht so viel. Und ja, deswegen kriegt er 10 von 10 Punkte. Kommen wir zum Geschmack. Den haben wir im Funnel geraucht, pur. Und das ist das, was uns etwas überrascht hat. Das ist eine Minze, die man pur rauchen kann. Die schmeckt am Anfang süß. Es ähnelt ein bisschen einem Pfefferminztee, den man gut gezuckert hat. Nach einer gewissen Zeit wird diese Süße ja von einer etwas pfefferminzigeren Note übertönt und verschwindet. Dadurch schmeckt es schmeckt immer noch gut, aber es ist eine andere Minzenote. Sowas haben wir nicht erwartet, dass man das pur rauchen kann. Am Anfang ist auch eine gewisse Kühle dabei, die scheppert einen jetzt aber nicht weg. Also absolut in Ordnung. Schmeckt super und daher kriegt er volle 10 Punkte von uns. Beim Punkt Feuchtigkeit und Schnitt ist es halt wie bei den anderen Fuck Your Life Sorten. Die 70 Gramm Rohtabak mit den 130 Gramm Molasse, man kommt insgesamt auf 200 Gramm Gewicht. Die Menge ist aber ein bisschen weniger als das, was man jetzt normal kaufen kann. Der Schnitt ist mittlerer bis feiner, geht eher so in die feine Richtung. Ab und zu hat man so ein gröberes Ästchen, was aber nicht weiter schlimm ist. Die Molasse ist aber dennoch ein bisschen zu viel da. Wenn man die vollen 130 Gramm reintut, hat man am Boden immer so eine recht viel überschüssige Molasse. Wenn man umrührt, verteilt sich das natürlich wieder ein Stück, aber sobald die Dose ein bisschen steht, hat man halt einfach ein bisschen zu viel Molasse. Das könnte man, glaube ich, ein bisschen besser regeln, indem man irgendwie 80 Gramm Rohtabak nimmt und nur 120 Gramm Molasse. Deswegen kriegt er da nur 7 von 10 Punkten. Kommen wir zur Hitzeverträglichkeit. Im Funnel kann man den konstant mit 3 Kohlen rauchen. Der macht gar keine Faxen, der läuft bis zum Ende durch, kommt super mit der Hitze klar und deswegen kriegt er auch volle 10 Punkte dafür. Die Verpackung an sich können wir nicht bewerten, weil einfach es steht wirklich drauf, was es ist. Da steht marokkanische Minze drauf. Nicht irgendwelche Tricknamen oder Bilder oder irgendwas. Mehr oder weniger nicht zu bewerten. Insgesamt kriegt er 9,25 Punkte. Das runde ab auf 9. Ist echt ein super überraschender Minztabak, den man überraschenderweise halt einfach pur rauchen kann. Bei so mit vergleichbaren Sorten geht das kaum, weil das einfach nicht so geil schmeckt. Und diese Minzmischungen haben uns sehr überrascht. Was man auch zusätzlich sagen kann, ist, dass man diese Aufkleber von den Fläschchen von Fuck Your Life einfach abziehen kann und sich auf die Base-Tabakdose kleben kann, sodass man einfach weiß, was man gerade in dieser Base-Tabakdose hat. Am Ende kann man sagen, super Tabak. Demnächst kommen noch die anderen 2 neuen Sorten von Fuck Your Life. Das ist einmal die Cola und einmal die Orange. Wir haben bewusst mit dem marokkanischen Minze angefangen, weil das einfach unser Favorit von den dreien ist und wir jetzt einfach quasi der Reihenfolge nachgehen, welche uns am meisten gefallen. Heißt natürlich nicht, dass die anderen schlecht sind, ist immer Geschmackssache. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!